Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde und Freundinnen. Wir sind in einer verrückten Höhle. Auf einem verrückten Weg reingekommen. Wir haben Drogen geraucht. Mit den zwei anderen, mit Yuppie und Yumi. Ah, hier mit Reggie und Yuma oder Yomi oder wer auch immer. Oculus Bliff. AJ, die Überraschung tut mir leid. Yogi war etwas großzügig mit der Spritze, aber wir mussten dich schließlich für das Experiment transportieren. Diese Spritze sollte die Grenzen deiner Wahrnehmung erweitern, ebenso wie dein Bewusstsein. Das sollte dir eine ganz neue Erkenntnisstufe und die spirituell komische Einheit mit der Umwelt, kosmische Einheit mit der Umwelt ermöglichen. Das ist ja wie beim Pilzeessen. Kämpfe nicht dagegen an, wenn du keinen Horrortrip erleben willst. Die Dosis sollte reichen, bis du unseren Standort erreichst. Deswegen sehen wir das alles hier. Da unten sind die zwei. Was machen die da? Ah ne, der fährt Auto bestimmt. Heute ist der, wenn sie nehmen uns unsere Waffen weg, Tag. Da müssen wir hin. Ob ich mich mit dem Bär jetzt anlegen will für in dem Moment. Es geschah während der großen Dürre, dass die Mönche vom Chalyama-Kloster erstmals ein Waisenmädchen zur Reinkarnation von Kyra ernannten. Sie sahen in ihr das Lotuskind, das endlich Ruhe bringen könne. Das Waisenmädchen läutete die allererste Glocke auf dem heiligen Turm und am nächsten Tag fiel ein großer Regen. Seitdem wurden die Glocken zweimal täglich geläutet, um den Göttern zu danken. Die Türme mögen vom Heiden Pagan Min und seiner Armee von Verrätern zum Schweigen gebracht worden sein. Aber an ruhigen Orten wie diesem können wir immer noch Kyra und Banasur huldigen. Okay, das ist also so ein... Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Gott huldigen würde, während der Bären um mich herum andere Menschen fressen, aber okay. Andere Länder, andere Titten, was? Liegen überall tote, aufgefressene Menschen. Gehen wir hierher und huldigen dem Gott, dass er uns immer beschützt, hä? Verdammt. Wo bin ich? Verirrt und verwirrt. Fehlende Dinge fehlen. Finde sie. Ja, das klingt doch logisch. Warum? Weil fehlende Dinge nun mal fehlen. Wo kriegen wir jetzt hier so eine Kackwaffe? Der Jaguar hat gerade den Händler gegessen. Was hat der Händler so feines Einstecken? Kohle auf dem Inventar. Toter Bär? Strahlen wir jetzt hier gerade etwas? Also ich meine, das ist ja die ganz normale Welt, oder? Okay. Wow. Yogi, Reggie, seid ihr das? Ach. Oh, Scheiße. Was zum Teufel habt ihr mir gegeben? Die Affen haben Bomben um.
Was habt ihr mir zum Teufel gegeben? Ja, sieht immer, wie die zwei sich immer durch die Gegend bewegen. Sag doch, die Affen haben Bomben. Verrückte Scheiße. Warum läuft er denn nicht weg? Jetzt? Verrückt. Ist das ein Auto? Soll man denn hier so irgendwas sehen beim Autofahren? Dass hier immer alles bunt wird. Verrückt. Hier, ich nehme das mal mit. Brauchst du ja nicht, oder? Okay. Der greift mich auch nicht an. Da habe ich mich wohl getäuscht. Da habe ich mich wohl getäuscht. Aber er hat es echt lange nicht angegriffen, oder? Sind wir mal ehrlich. Normalerweise springen die uns ja schon ans Kreuz, wenn wir nur 100 Meter in ihre Nähe kommen. Das Nashorn 2. Am besten wäre, wenn eins stirbt, das wäre super. Ich bin gar nicht da, Freunde. Überhaupt nicht quasi. Gar nicht da bin ich. Überhaupt gar nicht da. Eieieiei, die Knus, Knus, sind das Knus? Ich hab's vergessen, ich glaub schon. Die sind auch nicht mehr so cool auf uns zu sprechen gewesen. Oh. Oh. Unser Freund, Onnamshiwa, Onnamshiwa, er kommt von weit her und sucht Antworten. Wir können ihm Antworten geben. Hier waren wir auch schon mal. Oh, nicht schon wieder. Bitte? Das war nicht so klug. Sehen die zwei uns nicht. Gar nichts haben wir gemacht. Wir sind total der nette Kerl. Gar nichts haben wir gemacht. Wir verschwinden lieber schnell. Tschüss. Guck, wie soll man denn da Auto fahren? Bei diesen Lichtverhältnissen. Oh, oh, oh. Fünfzig Jahre alter Scotch. Jawohl.
Macht sie? Die Schweine sind fort. Und wozu? Für ein Opiumfeld? Die Menschen haben Hunger. Oh oh. Ihr könnt mir doch nicht immer zwischendurch mein Wingsuit klauen. Verdammt. Om Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva, Nam Shiva. Om Nam Shiva, Om Nam Shiva. Hey, ihr zwei. Wer bin ich und was will ich im Leben erreichen? Nicht von einem Bär gefressen zu werden, wäre ein guter Anfang, finde ich. Oh mein Gott! Habe ich euch ausgetrickst, hä? Gott sei Dank. Nächstes einer. Oh. Eieieiei. Müssen die denn gleich so ausrasten hier? Warum lösen sich Juppie und Jummi eigentlich immer in Luft auf? Kann auch nicht richtig sein. Opiumkugel. Was ist denn hier? Falsche Taste, Entschuldigung. Ups, die Flying Spitzhacke. Komm da, was? Oh Mann. Also die letzten zwei Folgen waren schon echt abgedreht. Ah, da ist er doch, unser Wingsuit. Hey, Freunde. Tu das nicht, Mann. Tu das nicht, Mann. Ich finde es immer so schön, wie sie dann am Ende doch noch sich überlegen und eigentlich nicht sterben wollen. Aber Hauptsache erstmal immer das Feuer eröffnen, hä? Selber schuld seid ihr, wenn ihr... Haben wir da etwas in Brand gesteckt, vielleicht ein bisschen. Das sieht aber auch einfach nur abgefahren aus. Da ist ja immer noch der Dicke rumliegen. Dicke! Deckung ein Adler, da liegt er. Deckung ein Adler. Oh, die könnten wir, da haben doch eh keine Kanonen dabei, oder? Ja. Sehr schön. Hier ist irgendwo noch ein Schrotflintentyp hier. Wurscht. So. Jetzt haben wir übrigens wieder mal eine große Kanone dabei. Aha. Wir seilen uns jetzt mal ab und springen nicht mit dem Wingsuit da runter. Da unten sehen wir überhaupt nichts. Kann ich mich gar nicht erinnern. Unglücklicherweise ich schon. Oh Gott, wie hat das
Oh Gott, das ist viel schlimmer, als ich gedacht habe. Okay, und wir sind erst 30 Sekunden drin. Das wird noch viel übler. Oh. Ich sehe, meine kleine Mixtur hat gut bei dir gewirkt. Unsere Mixtur? Unsere, stimmt. Ihr habt mich betäubt. Wir haben gefragt, du warst einverstanden. Genau, und da ist noch alles an dir dran. Kein Schaden, kein Faul. Übrigens, hast du jetzt auch das Rezept? Ja, und du kannst jederzeit von der Wirkung profitieren, wenn du es willst. Wie eine Superkraft. Ganz genau. Und wo das herkam, gibt's noch reichlich mehr. Komm einfach zu uns zurück, wenn du mal wieder einen Kick brauchst. Ja? Logo, ihr zwei. Sollen wir? Logo, ihr zwei. Und zack, haben wir auch unsere Waffen wieder. Jetzt gehen wir aber trotzdem nochmal hier rein. Ist ja quasi auch noch Zeug drin liegen. Ja, Lungs vollness. Da hängen die beiden rum also, ja? Ist das hier bestimmt ein Ziegenbrief? Oh, nee. Ärzte mit offenen Herzen, Tagesbericht. Bin auf eine besondere Pilzart gestoßen, die nur im Bereich der Brutfelder zu wachsen scheint. Vor allem in der Höhle südlich der Straßenkreuzung von Chalmyama. Den Dorfbewohnern zufolge benutzt ein Dami aus der Gegend sie für Hexenrituale. Die Analyse der chemischen Bestandteile ergab keine bekannten aktiven Inhaltsstoffe, abgesehen von einem leichten Halluzigen, das euphorisierend wirkt, die motorischen Fähigkeiten einschränkt und gelegentlich Augenrötungen bewirkt. Aha. Aha, aha, aha. Ah, hier ist es. Das ist das iPad von den zwei. Nichts drauf erkennen. Irgendwo ist, ich erkenne nichts. Ah, Freunde. Das ist eine Waffenkammer oder so. Oder? Da sind doch Gewehre da im Schrank. Manchmal. Ihr seht es gar nicht. Manchmal zeige ich mit meinem Finger auf meinen Monitor und stell dann wieder fest, ihr könnt es ja gar nicht sehen, wenn ich das so hinzeige. Aber naja, ich versuch's euch halt zu zeigen, ne? Oh meine Güte. Okay, dann müssen wir hier... Pirat aus oder so, hä? Naja, dann gehen wir mal wieder, hä? Hol, die zwei haben uns auch schon lustig auf Trab gehalten, nicht wahr? Jetzt haben wir jetzt alles wieder, bitte. Ja, danke. Die zwei sind so lustig. Ich mag die echt gerne irgendwie. Zwei Kleinkiefer. So. Der Juppie und der Jummi. Ja, jetzt müssen wir im Prinzip auch nur noch den Flughafen, können wir auch noch irgendwie einnehmen. Oh, wir haben 16 Fähigkeitenpunkte, Junge. Uiuiui. Granaten-Takedown, Jägersmann. Oh, Leute, die Glocken der Erleuchtung in Shangri-La. Müssen wir noch eine machen? Ja, eindeutig. Schlüssel nach Norden. Vergeltung. Jagdspritze Level 2. Nee, diese ganzen... Brauchen wir, glaube ich, eh alle dann, um weitermachen zu können. Schlüssel nach Norden. Wahrheit und Gerechtigkeit. Das ist das, was sie eben uns eben verpasst haben, die zwei. Doppelten Schaden erleiden, doppelten Schaden anrichten. 6 Gesundheit. So viele haben wir doch überhaupt nicht. Das ist der Schlüssel nach Norden eigentlich für eine Mission. Die müssen wir unbedingt mal machen. Unbedingt konzentriertes Fahren.
Wir machen jetzt mal alles hier. Jetzt haben wir sogar nur noch drei. Das brauchen wir aber alles gar nicht. Eigentlich will ich ja hier. Naja. Wir haben eh keine dabei. Ich habe nicht geschaut, wie viel Uhr wir haben. Die zwei. Was machen wir denn als nächstes, Freunde? Hier, zack. Das ist auch noch eins. So eins müssen wir auf jeden Fall noch machen. Das machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall noch eins. Damit wir das freigeschaltet kriegen. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir den Weg in den Norden kriegen. Amita vielleicht. Da düsen wir jetzt mal schnell hin. Erledigen den Außenposten, glaube ich. Squad ist auch immer so ein bisschen unberechenbar. Ja, ja. Bisschen wäre ja. So. Dann kümmern wir uns mal noch in der Folge mal noch um den Außenposten da hinten. Und dann schauen wir vielleicht mal, was die Amita zu sagen hat. Oder wir machen gleich so eine Shangri-La. Ich sollte mir gleich so eine Shangri-La machen. Aber das gleich erledigt. Gibt's denn da überhaupt schon? So. Mal so ein bisschen Quad durch die Gegend heizen, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Kisten. Anhalten. Kisten. Das ist bestimmt. Demnach würde ich sagen, hier. Honigdachse. Alter, was ist denn... Die sind so süß. Die sind so süß. Spritzchen drin. Wenn sie dann so am Arm hängen. Die tun ganz schön weh für das, dass sie so süß sind. Hier. Ah, diese weißen brauchen wir für diese Überdosis Spritzen, ne? Langsam ergibt alles einen Sinn. So langsam alles. Okay, hier hoch, ne? Tatsächlich. Pagan Minz Weisheit 3. Alle Königinnen und Soldaten sind Diener des Volkes. Respektieren sie ihre uneigennützigen Opfer und leisten sie allen ihren Anweisungen Folge. Möge Pagans Licht sie alles aller erleuchten. Genau. Also im Moment kommt es mir fast ein bisschen mehr so vor, als wären wir auf einer spirituellen Reise, als dabei einen Diktator zu stürzen. So, weiter geht's. So. Ein hungriger Honigdachs rennt!
Ein hungriger Honigdachs rennt. Ihr seid zwei zwei ausgewachsene Leute mit Kalaschnikows. Und sie haben Angst vor einem Honigdachs. Die haben hier drüben sogar noch ein großes Kaliber 50 MG. Und was machen sie? Sie fürchten sich vor einem Honigdachs. Da sehe ich doch schon wieder, was da kommt. Kiste. Und Moment mal hier. Irgendwo muss doch Papas Tagebuch noch rumliegen. Aber ich weiß. Ach nee, gar nicht. Das ist ein Plakat. Und jetzt. Ich ahne schon, wo die andere Kiste ist. Nicht kaputt. Sie ist gar nicht da unten, sie ist hier. Ich bin ein Holzkopf manchmal. Da habe ich schon voll kompliziert gedacht, ich muss da den Dings aufsprengen und... Seht ihr, was da auf uns zukommt? Pagans! Hagans Zorn! Ja. Mit Lautsprechern und Riesen-MGs fahren sie hier durch. Alles angesteckt, so wie es sein muss, so gehört sich das. Und er liegt unter der Tür begraben, auch schön. Auch schön. Wilde Hunde! Sag ja, vorhin die Tiere, die haben uns nicht angegriffen, ne? Das ist so ein verkohltes Rad. So, Freunde. Ich glaube, wir kommen dem Außenposten näher. Aber wahrscheinlich die 10 Minuten, die wir noch haben in der Folge, haben wir jetzt wahrscheinlich damit verbrasst, hierher zu fahren. Was? Keiner hat was von Fallschirm gesagt. Ich glaube, wir sind schon wieder viel zu nahe. Das war zu stürmisch. Das ist ein Mörser. Ich experimentiere im Moment ein bisschen mit. Meiner Mausempfindlichkeit. Erlöse uns von dem Bösen. Hat uns das jetzt was gebracht, außer dem Erfolg? Eine Jubelay-Dingens hat es gebracht. Punkte. Sie haben es sich gemütlich gemacht, bevor sie alle umgebracht wurden. So. Es wird Patrouillen der Army geben.
aber die werden nicht mit dir rechnen. Aha. Ja, hier die Kyratiere müssen wir auch alle machen. Bis auf das Nashorn. Sind es nämlich die einzigen Dinge, die uns noch fehlen, um um die weiterzumachen. Um die, hier, wie heißt denn das? Unsere Taschen auszubilden. Und das würde ich auch gerne noch machen, glaube ich. Ich glaube, ihr Freunde, ihr... Ich glaube, ihr spinnt ein bisschen. Was? Die Alte legt uns um! Die wollte ich zuerst erschießen eigentlich, weil sie uns so angemault hat. Naja. Wollen wir mal nicht so sein und die ganzen Purschen hier Purschen sein lassen. Und machen mal ein kleines Wolkenbäuschen. Hier, wir können, müssen hier immer... Oh, Alter. Heroin-Dosis. Für 3000 Kyra-Dinger. Können wir jetzt irgendwas kaufen? Einzigartiges? Die zwei kaufen. 6 Level in der Arena, 7 Glockentürme, 11 Außenposten, 2 Festungen, einmal Bombenentschärfung, 2x Jagdkontrolle. Brauchen wir die 2? Der. Ich hab, glaube ich. Hier machen wir den hier. Ich glaube, ich war zu voreilig. Okay, die ist natürlich auch nett, aber... Der Vollständigkeit halber. Was, Freunde? Klar. Nee, die nehmen wir jetzt aber nicht mit. Ich will nur die da mal sehen mit ihrem verrückten Trommelmagazin. Junge, Junge, was ist da los? Und ich hätte sogar sowieso ein bisschen Lust auf was Neues, glaube ich. Aufs Mal wieder was anderes. Obwohl ich natürlich die Kennen und so schon echt gerne habe und auch echt ungern weglege eigentlich. Jetzt mal ganz ehrlich nimmt. Jetzt nehmen wir mal die Predator auch wieder mit. Die hatten wir auch schon lange nicht mehr. Die Vector bleibt mal zu Hause. Und wir nehmen eine andere Seitenwaffe mit. Und zwar die hier, weil die mag ich nämlich echt gerne. Jetzt haben wir mal keinen Granatwerfer dabei. Das ist ja mal was. So. Jetzt machen wir mal ein Folgenpäuschen und schauen mal, wo es uns denn beim nächsten Mal hin verschlägt. Vielleicht zur Amita, vielleicht... Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch... Der Pleur hat überall aufgegeben. Was zum Teufel war das? Ne? Okay. Freunde, da machen wir jetzt hier mal ein Päuschen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hier sind wieder lauter Mondfelder, Drogen überall. Ja. Also wir müssen noch den Ruby Ray Rana versuchen umzubringen, ne? Super funktioniert. Den Ruby Ray Rana müssen wir noch versuchen umzubringen bei der nächstbesten Gelegenheit. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir in den Norden kommen, würde ich sagen. Damit wir auch da mal endlich alle Funktürme, also Glockentürme heißen die ja hier, alle Glockentürme und Pipapo einnehmen können. Das können wir uns ja nicht entgehen lassen, oder? Schließlich brauchen wir auch dieses riesige MG42. Ha! Okay, Freunde, dann schönen Tag, schönen Abend, schaltet wieder ein. Ciao, macht's gut!